Eine gut ausgebaute Infrastruktur, wer möchte darauf verzichten? Doch knatternde Presslufthammer, versperrte Straßen und eine Menge Dreck erschweren die Antwort auf diese Frage. Die Stadt investiert in diesem Jahr etwa 19 Millionen Euro in Straßenbaumaßnahmen. Doch viele Bewohner Hannovers leiden unter den zahlreichen Baustellen in der Stadt und vor ihren Haustüren. So zum Beispiel in der großen Barlinge in der Südstadt. Seit diesem Frühjahr laufen die Arbeiten dort unermüdlich. Also es gibt da schon durch die Bauarbeiten hohe Beeinträchtigungen der Anwohner. Also es ist schon sehr laut und dass man eben tagsüber größtenteils nicht durchfahren kann. Auch auf dem Köthnerholzweg in Linden herrscht lange Zeit der Ausnahmezustand. Mera Reis leitet hier einen Friseursalon. Die Bausituation bekam sie ganz besonders zu spüren. Wie sie hier alles, die ganze Straße aufgerissen haben, das waren ja riesengroße Löcher hier. Und so, dass die ältere Leute einfach ganz schwer durchgekommen sind und teilweise auch nicht gekommen sind, haben mich angerufen, da kommen wir nicht durch mit Gehwagen. Es war wirklich ganz schlimm. Auf die Anwohner wird nur wenig Rücksicht genommen. Das weiß auch Rosemarie Kröger, Stammkundin im Salon Meral. Es ist nicht abgesprochen worden, wie das ja bei allen Baustellen ist. Die werden irgendwann wird aufgerissen und dann ist es eine Baustelle. Dabei wird jedes Bauprojekt von der Stadtverwaltung lange vorher geplant. Also in der Regel haben wir bei größeren Baumaßnahmen einen Vorlauf von 1, 2, manchmal sogar 3 Jahren, wo die Baumaßnahmen vorbereitet werden, wo die Termine eingetaktet werden, wo auch die Baumaßnahmen aufeinander abgestimmt werden, wo wir natürlich versuchen, dann die Bauzeit auch möglichst kurz zu halten. Doch das gelingt leider nicht immer. Besonders durch den langen Winter dauern die Arbeiten stellenweise oft länger als geplant. Doch das ist auch nicht der einzige Grund. Hinzu kommt, dass Hannover einen ziemlich schwierigen Baugrund hat. Da trifft man dann schon auf Dinge, die man so nicht vorplanen konnte und die auch zu Bauzeitverzögerungen führen könnten. Von nichts kommt nichts. Daher wird auch die Zahl der Baustellen in Hannover in Zukunft nicht abnehmen. Es ist ja so, dass die Infrastruktur kontinuierlich erneuert werden muss. Das heißt, Straßen, Leitungen, all diese Dinge haben eine begrenzte Lebensdauer. Insofern ist das ein kontinuierlicher Prozess. Baustellen, ein permanentes Streitthema in der Stadt. Um in diesem komplexen Feld Bürgerinteressen und Verwaltungsroutinen zueinander zu bringen, ist viel Fingerspitzengefühl notwendig. Dies alles aber für eine gut ausgebaute Infrastruktur in unserer Stadt.